Und in einer Runde haben wir dann ja auch die, das dampfbetriebene Trockendock. Gut, mit dem restlichen Geld könnte man Mittelitalien mal ein bisschen aufpushen. Das tue ich, glaube ich, auch. Die Kohle haben wir ja. Und das geht dann sehr gut auf die Industrie. Und auf unsere Einnahmen. Richtig. Und ihr repariert euch mal ein bisschen. Gut. Der hält weiter tapfer durch. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Genau. Hier könnte man weiter Truppen abrüsten, theoretisch. Eine Südarmee in Florida wäre keine schlechte Idee, glaube ich. Aber dann sollte ich auch bitte schön zusammenstehen. Ja. Und nicht so getrennt. Ein noch für den Hafen. So, das ist ordentlich. Dann brauchen wir dich auch nicht mehr. Knallhart vom Nützlichkeitsgedanken getragen, das Ganze. So. Hier haben wir eine gemeinsame Armee. Ja, aber da tun wir doch mal ein paar zurück. Louis der 15. Ja, der ist noch relativ jung, den werden wir noch lange haben. Der ist auch in real sehr alt geworden. Sehr lange regiert, über 40 Jahre, soweit ich weiß. Und viel mehr ist auch hier nicht zu tun. Wir gehen weiter in die nächste Runde. Es ist, wie gesagt, eine Friedensphase. Nach der sehr kriegerischen Phase haben wir jetzt ein bisschen die Möglichkeit, uns wieder auszuruhen. Und das ist doch sehr schön. Auch ansonsten bleibt in Europa eigentlich alles stabil und ruhig. Georgia, ein Lebemann. Ja, den kann man hier für alle Fälle mal haben. Und wir haben ein Arbeiterstreik in Frankreich. Ja, oh, minus zwei jetzt schon. Wir haben jetzt wieder neue Einheiten, aber das hat nicht viel geholfen. Ganz im Gegenteil. Also es kann sein, dass wir hier nächste Runde ein bisschen Remedemi haben. Aufstand. Aber das Geld dafür, um dieses Gebäude zu reparieren, haben wir ja. Und dann müssen wir halt uns überlegen, wie man dann eine Revolution verhindert oder zurückschlägt oder wie auch immer. Oder auch durchführen lässt. Das können wir dann überleben, weil unsere Beziehungen sind schon scheiße zu allen anderen. Erstmal haben wir einen geisteswissenschaftlichen Fortschritt, nämlich die Freihandelsdoktrin, die natürlich dazu beigetragen hat. Und die Bürgerschaft würde natürlich nochmal minus 2 bringen, aber die Abschaffung der Sklaverei dann plus 4. Also es wäre sozusagen im Endeffekt plus 2, aber ich glaube nicht, dass ich mir das antun möchte. Ne? Und alle 15 Runden hier. Die sind noch 16. Ja. Das lassen wir erstmal bleiben. Wir machen stattdessen, wir könnten auch eine Uni abreißen, das würde sowieso. Zwar nicht komplett dann die diese Unzufriedenheit hier durch die Forschung verringern, aber zumindest minus 8 Punkte durch die Universität weg. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wobei maschinengefertigte Züge wären jetzt schon geil. So ist das wohl besser. Ja. Das ändert nichts. Genau. Machen wir das mal so.
Frankreich und wie gesagt Lower Louisiana. Einer von euch geht mal in den Hafen. Das war auch eine Garnison des Militärgouverneurs, deswegen haben wir beide gleichzeitig gehabt. Hier bauen wir den Hafen noch aus in Florida. Und ihr geht auch dahin. So, schön. Mission erfolgreich. Ein Agent. Bitte weitermachen. Schade, der war auch tot. Menno. Der Edelmann ist noch besser geworden. Upsi. Trockendocks wurden gebaut. Sehr schön. Erstmal in Flandern. Das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist das Dampfbetriebene hier in Brest. Das natürlich auch nochmal die Unzufriedenheit gehebelt hat durch die Industrialisierung. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, Linienschiff erster Klasse zu bauen. Oder noch besser, Linienschiff schwerer erster Klasse. Das ist nochmal ein noch dickerer Pott. Und natürlich das Admiralsflaggschiff erster Klasse. Und dafür bauen wir mal eins. Und dann bauen wir nochmal drei schwere erste Klassen dazu. Das wird eine Riesenflotte und eine fette Flotte. Die zurzeit das Beste ist, was es überhaupt gibt auf der Welt. Ein Waldprediger hier in Florida. Das geht recht fix. Und Ägypten. Aswan, die nächste Stadt. Auch hier kommen Werkstätten hin. Fehlt nur noch Suez. Dann seid ihr hier auch durch, meine Lieben. Machen wir nochmal ein Theater hin. Und die Truppen, die bleiben erstmal so, wie sie sind, würde ich sagen. Ja. Hier in Indien könnte man das Teedepot aufrüsten. Den Hafen dafür haben wir. Und das haben wir nicht, oder? Handelshafen kann... Doch, Handelshafen kann 60 Dinger exportieren. Dann rüsten wir das jetzt auch mal auf. Zurzeit haben wir 38 Kisten. Preis jetzt auf 15 gesunken. Das ist mir aber relativ egal. Dann haben wir nämlich bald noch mehr Tee. Gut. An der Ostgrenze stabile Verhältnisse. Und dadurch, dass die Westfalen hier sitzen, auch hier im Norden, hoffe ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Guck mal ein bisschen. Weiter geht's. Genau, er ist auch dann nächste Runde wieder bei der Forschung dabei. Was uns dann auch nicht nur schnelleres Forschen ermöglicht, sondern auch dann, denke ich, nach der nächsten Forschung den maschinengefertigten Zügen dann den Abriss einer der beiden Unis. Theoretisch können wir sogar schon nach der nächsten Forschung die abreißen. Die in Dijon dann statt. Das ist ja Orléans und das ist Dijon hier. Also im Westen Orléans, im Osten Dijon. Und dann kann man vielleicht die Dijon ist, glaube ich, zuerst fertig dann abreißen. Das werden wir dann sehen. Mittelitalien, ein Lebemann. Ja, da brauche ich ihn am wenigsten. Du kommst dann auch mal hier nach Elsass-Lothringen. Sehr schnell, durch das gute Straßensystem, ist er fix da. Und du bist jetzt mal hier derjenige, der Orléans die Forschung vielleicht etwas beschleunigt. Doch, Bonavista ist... Ah ja, okay, alles klar. Mhm. Deswegen tausche ich es jetzt mal. Ah, das würde 4 Runden dauern. Hm. Also du brauchst weniger als das? Kann doch nicht wahr sein. Nee, auch nicht. So. Jetzt passt das. Das ist gut. Nee, immer noch nicht.
So, jetzt. Oh, Mann. So wollte ich es haben. Also Dijon hier im Osten kommt dann weg. Bei Orléans ein bisschen reicher ist, aber gut, das bisschen, das können wir uns, glaube ich. Ich könnte theoretisch auch tauschen, ja. So. Das bringt auch nichts. Und dann können wir Orléans abreißen. Bin ich jetzt komplett bescheuert. Ich wollte doch Dijon ab. Nee. Ich wollte. Verwirrung. Ich wollte abreißen. Diejenige, die reicher ist, damit man da was hinbauen kann. Das ist also Orléans und deswegen muss Orléans früher fertig werden. So muss das heißen. Also, alles richtig. Webhütte wurde kaputt gemacht. Ja, wo ist sie denn? Die Webhütte, die kaputt ist. Die hier. Ja, 1000. Das geht noch vom Preis. Im Mittelmeer sind ein paar Kriegsschiffe fertig geworden, die ein Admiral auch bekommen. Peng. 3 Sterne. So, solide. Glaubenstest. Ja, da wird er ja jetzt schlechter. Gut, egal. Camille Houston. Oh, das war ein wichtiger General. Ein guter General, der leider gestorben ist. Wir bilden mal gleich einen neuen aus. Und wir können auch diese verwässerten Befestigung bauen. Auch die bringen nochmal ein Pünktchen mehr Zufriedenheit. Und vor allem, es ist unsere Hauptstadt. Die kann man ruhig mal ordentlich verteidigen lassen. Es ist immerhin Paris. So, Ceylon. Hier wird auch weiter hochgerüstet. Die ganze Stadt. Und wir bauen auch hier mal ein bisschen Kavallerie. Wobei 2 davon reichen sollten. Und der Priester lebt immer noch. Donnerwetter. Der ist jetzt auch schon fast 80, oder? Ja, ne, 80 ist er, Tatsache. Gut, die Hütte können wir noch aufrüsten hier. Dann ist die Stadt auch schön reich. Die finanziert sich dann fast von selbst. Genau, und wir können nochmal hier in Georgetown nochmal einen Handelshafen bauen, um die Handelskapazität dann weiter zu erhöhen, wenn das wieder dann Zeit ist. Gut. Immer mal ein paar polnische Edelmänner abmurksen. In. Was ist das hier? Weimar? Müsste, glaube ich. Ja, irgendwie so. Da ist was los in Aufständen. Also in Hannover fackelt's, in Dresden gleich an 3 Stellen. In Sachsen an 3 Stellen. Hannover in der Provinz an 2 Stellen. Und mal gucken, vielleicht auch noch gleich in Brandenburg, je nachdem. So, oh. Jetzt greifen sie wieder an. Die Württemberger, unsere Alliierten. Magdeburg ist das, genau. Weimar ist woanders. Das ist. Ja, gut, aber das Spiel hat manchmal so geografische Ungereimtheiten. Sabotage oder Attentat? Attentat finde ich irgendwie geiler. Hat nicht sollen sein. Nächstes Mal vielleicht. Revolution. Die französische. Das Original. Aha. Kommunisten. Eine rote Fahne. Egal. Wir schließen uns natürlich der Regierung an. Ich bin ja nicht bescheuert. In Neuengland gibt es nochmal einen neuen Pfaffen. Ja, bleib ruhig mal da. Oder geh in die Stadt. Und ich muss eben kurz eine Revolution niederschlagen. Das sind Milizen. Wo kommen die denn her? Achso, kriegt man die dann? Das ist das schöne Frankreich hier. Aber das verheizen wir erstmal die Milizen vielleicht. Verloren. Schade. Und dann die richtige Armee natürlich. Und tschüss. Ja, die Revolution wird bald niedergeschlagen sein. Dann nehmen wir eben die aus dem Elsass noch hinzu.
Hä? Ach, stimmt, man kann ja nicht mit den anderen Truppen. Man muss ja die aus der Hauptstadt nehmen. Ganz vergessen. Gut, also geht's nächste Runde weiter. Wir jagen die Bösewichter. Ich hoffe, dass sie nicht nach Paris gehen. Dann. Vielleicht alles außer die Kanonen. Das wäre ja doof.